Herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Zum Thema Muskelversagen. No pain, no gain. Den Ausdruck kennt ihr alle. Und noch einen drauf, und noch einen drauf, bis es nicht mehr geht. Oder noch ein Partner hinten dran, der schön die letzten Wiederholungen aus einem rausschreit und einem die Handel aus dem Hand reißt. Und selbst wenn er noch ein bisschen hilft. Macht das wirklich Sinn? Ist das sinnvoll? Nur weil es immer erzählt wird, muss es noch lange nicht heißen, dass es sinnvoll ist. Das ist ein Denkanstoß. Denkt mal bitte drüber nach, bevor jetzt gleich wieder kommt, ja, und der macht es und der macht es und der empfiehlt es, empfehle ich erstmal immer darüber nachdenken. Wenn ein Muskel versagt, dann ist er energetisch am Ende. Wenn er energetisch am Ende ist, dann wird dieser Muskel wohl, ich hoffe sowohl der Zielmuskel, den ihr dann anfokussiert, zum Beispiel im Bereich des Brusttrainings, die Brust und nicht hauptsächlich die Schulter und der Trizeps, wird dann wohl die Arbeit nicht mehr verrichten können. Das heißt, der Muskel versagt, Energiefluss ist nicht mehr gegeben, Laktatwert im Arbeitsmuskel ist sehr hoch, der Muskel bekommt keine Energie mehr und kann diese Übung nicht mehr ausführen. Macht es dann wirklich Sinn, dass der Kamerad hinten dran das Ganze noch rauszerrt und ich dann mit den Hilfsmuskeln mehr arbeite, wie tatsächlich mit dem Zielmuskel? Das heißt, wenn ich hier gerade noch irgendwie die Hand in die Ablage schaffe, macht das wirklich Sinn? Da muss man sich mal Gedanken drüber machen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Und nur weil das in den letzten 50, 60 Jahren immer erzählt wurde, muss ja lange nicht so sein, dass es stimmt. Im 15., 16. Jahrhundert gab es auch einen, der hat auch gesagt, die Erde ist rund. Und alle haben gesagt, na mein Freund, die Erde ist flach. Und was war es jetzt im Schluss? Zum Schluss war es ja rund. Warum? Weil natürlich alle nur eine Theorie kennen. Und somit wird natürlich das von einem zum anderen gesagt. Und wenn das so ist, wird es schon so sein. Und wenn diejenigen, die das machen, solche Arme haben, so ein Kreuz und brutal aussehen, muss man das auch so machen. Nur haben die die gleichen Grundlagen wie du. Die Aussage kommt ja sehr oft von Jungs, die natürlich extrem breit sind, vielleicht auch sogar Hardcore-Bodybuilding betreiben, die Wettkämpfe bestreiten und so weiter. Macht es wirklich Sinn, das gleiche zu machen wie die? Ist deren anabole Zustand der gleiche wie deiner? Rufen die ihren anabolen Zustand genauso hervor wie du? Das ist die große Frage. Und somit, wenn das nicht die gleiche Grundlage ist, warum sollte ich dann das gleiche machen? Ein Praxisbeispiel. Braucht ein Baum einen Sturm, der ihn kaputt macht, der ihn komplett zerlegt, damit er sich wieder aufbauen kann? Oder reicht dem Baum aus, dass er immer schöne, kräftige Winde hat, die ihn rechts, links bewegen, die ihn ordentlich schieben, schubsen, ihn aber nicht umschmeißen? Und damit passt er sich an, wird größer und stärker? Gute Frage, ne? Da muss man sich immer Gedanken drüber machen. Oder macht es Sinn? Oder beziehungsweise was passiert, wenn ich ein Orchester habe mit 100 Instrumenten, perfekte Instrumentspieler? In der Regel, wenn jemand im Orchester spielt, ist er perfekt. Nutzt es aber was, wenn ich 100 Instrumente habe, aber Dirigent kann gar nichts, beziehungsweise Dirigent ist müde, weil er ausgelaugt ist? Oder in der Rudermannschaft, 8 perfekte Ruderer, richtig gute Jungs. Und perfekt fit und der Schlagmann hat keine Ahnung, hat keinen Takt, ist müde, ist kaputt. Macht es Sinn? Werden die Hochleistung bringen? Ist eine Anspielung aufs zentrale Nervensystem, auf den Signalgeber. Der Muskel ist nichts anderes wie ein Signalempfänger. Das heißt, der Muskel, der macht mal gar nichts. Der kann überhaupt nichts, sondern er kann nur das, was er vom zentralen Nervensystem angesteuert bekommt. Das heißt, da kommen Signale an, wie viele Muskelfaserbündel angespannt werden. Jetzt machen wir uns mal Gedanken darüber, wenn dieses Nervensystem müde ist und es kommen tatsächlich weniger Signale an, was passiert? Die Leistungskurve sinkt. Und was passiert, wenn ich laufen bis zum Muskelversagen trainiere? No pain, no gain. Ja, wer wird müde? Der Muskel oder das zentrale Nervensystem? Wer regeneriert sich schneller? Der Muskel oder das zentrale Nervensystem? Gute Frage, ne? Macht euch mal bitte Gedanken drüber. Fallt nicht gleich drüber her und habt Ahnung von allem. Und ihr habt es schon von 1000 Leuten, dass es so ist, dass man bis zum Muskelversagen trainieren muss. Seid einfach mal neutral, bewertet neutral und denkt drüber nach, was ich euch gerade vorgeschlagen habe. Ist ein Denkanstoß. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, eure Fitness, meine Aufgabe.